Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal der Pressetalk vor Holstein Kiel, FC Bayern dritter Spieltag. Ja, bevor wir reingehen in den Bums, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit rein in den Bums. Diesmal Christoph Freund am Stissel, ja? Der FC Bayern macht sich heute auf den Weg in den hohen Norden zum Samstagabendspiel bei Holstein Kiel. Willkommen zur üblichen Medienrunde mit unserem Cheftrainer Vincent Kompany und dem Sportdirektor Christoph Freund. Und vielen Fragen von euch natürlich, gehe ich von aus, bin ich sicher, ganz bestimmt. Torben Hoffmann wahrscheinlich als erstes. Weiß nicht, müssen wir die mittlerweile anfeuern, die Reporter, damit die Fragen stellen? Oder warum sagt er das? Hallo. Ja, hallo, guten Morgen. Erstmal die Frage an den Coach. Kader, wenn ich das gestern richtig beobachtet habe, sieht ganz gut aus. Alle Nationalspieler gesund, bis auf die Langzeitverletzten, alle mit dabei. Alle am Stissel. Ist für dich da auch die richtige Startelf zu finden? Gerade wenn man sieht, im defensiven Mittelfeld aus 3 macht 2 Pavlovic, Kimmich oder Palinja. Und auch die Frage, wie steht es um Leroy? Ich stelle den Kimmich einfach auf eine rechte Verteidigerposition und spiele mit Palinja und Pablo. Hä? Sané, ist er wieder bereit und fit von Beginn an aufzulaufen? Ja, die Entscheidung ist eigentlich nicht so schwer, weil wir haben viele Spiele. Das heißt, dass ich schon überzeugt bin, dass jeder auch eine Chance bekommt und dass jeder gebraucht wird. Aber letztendlich ist es gut für uns, dass die Kader fit ist außen. Die Spieler, dass sie wissen, die schon lange aus sind. Ja, jetzt kommt sie diese Woche mit 3 Spielen und wir freuen uns auf die wichtigen Spiele. Ist Sané auch bereit? Rein theoretisch bereit, auch in der Startelf zu spielen? Ja, ja, Leroy ist dabei. Leroy ist back, Leute. Der Stefan Kumberger für Sport 1 daneben. Es wird wieder wild. Entweder sehr positiv wild oder sehr negativ wild. Ja, hallo in die Runde. Herr Freund, Sie haben jetzt Leroy Sané ein bisschen länger erlebt als der Trainer. Haben auch Ihre seine Schwere? Das glaube ich nicht. Ich kenne Sie so lange. Was ist das auch wieder für eine Anfang für eine Frage? Sie haben ihn jetzt länger erlebt. Zusammengespielt. Ach so, ja klar. Nein, aber ich meine jetzt die letzte Rückrunde bei Bayern, da hat er ja seine schwere Zeit gehabt, bei Manchester lief es ja. Wie haben Sie ihn da erlebt? Wie er mit Wo lief es denn bei Manchester? Das hat er auch gefühlt, jedes zweite Spiel auf der Bank. Diesen immer mit neuen Verletzungen und auch mit dieser großen Verletzung umgegangen ist und was unterscheidet seine Stimmung jetzt? Ja, ich war ja die ganze Saison dann dabei, also er hat eine richtig, richtig gute Hinrunde gespielt, war richtig stark unterwegs, auch viele Scorerpunkte gemacht und im Frühjahr war es dann einfach so, dass er immer wieder mit Verletzungen Themen hatte und Schmerzen hatte, auch keinen richtigen Rhythmus mehr hatte im Training und es war natürlich ein Thema, er hat sich dann durchgekämpft, muss man wirklich sagen. Ja, und das ist immer noch die Frage, können wir ja nochmal kurz ausholen, warum? Wo war der Sinn dafür? Ja, völlig unverständlich. Völlig unverständlich. Hat wirklich auf die Zähne gebissen und immer wieder versucht, der Mannschaft zu helfen. Aber natürlich, wenn man immer wieder Schmerzen hat und nicht so im Rhythmus ist, auch im Trainingsrhythmus ist es schwieriger. Aber er hat es bis zum Schluss durchgezogen und ich habe ihn da. Ja, und es war katastrophal, Alter. Aus richtigen Kämpfer kennengelernt, der unbedingt immer wieder spielen wollte und sich durchbeißen wollte. Mhm. Aber das Schöne ist jetzt einfach, dass er schmerzfrei ist. Er hat sich jetzt auch die Zeit genommen und das war jetzt ganz, ganz wichtig, dass er einfach einmal wieder sich richtig aufs Training auch konzentrieren kann. Und ja, wir freuen uns jetzt wirklich, dass er wieder dabei ist und ja, richtig fit ist. Nächster ist Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Ja, wie sehr freuen Sie sich beide, Frage an beide, dass Sie Jamal Musiala haben und es gab ja jetzt die letzten 24 Stunden ein bisschen Wirbel um die... Alter, geht das wieder los, diese Scheiße ewig. Oh ja, wie freuen Sie sich, dass Sie den Spieler pudern dürfen, dass Sie den Spieler pudern dürfen. Alto Belli, ey. Spieler des FC Bayern und gut ist, er ist einer, wir reden immer noch über Mannschaftssport, Alter. Verstehen die das alle nicht oder was? Boah, ich hoffe, der Kompany sagt da jetzt mal klare Kante zu. Was sagen Sie mir zu das Worten? Auf den Sack? Er hat ja Musiala recht deutlich kritisiert, was uns alle, glaube ich, ein bisschen verwundert hat. Ja, wir als FC Bayern München sind einfach extrem happy und extrem glücklich, so einen Spieler bei uns zu haben. Jamal Musiala ist ein
Weltklasse-Spieler, ganz ein außergewöhnlicher Spieler. Ich glaube, Jamal ist ein Spieler, für den die Leute auch ins Stadion gehen. Einfach seine Art und Weise, wie er Fußball spielt, gibt es nicht so oft. Er kann Spiele entscheiden. Er ist ein absoluter Teamplayer auch. Ja, er arbeitet fürs Team, er arbeitet ja, im Training, ist ein richtiger Profi. Er will sich immer verbessern. Ja, ist einer der, kann einer der besten Spieler der Welt werden. Und wir sind sehr, sehr froh, dass er bei Bayern München ist. Und auch Deutschland, glaube ich, kann sehr, sehr froh sein, so einen Spieler zu haben. Er hat eine sehr, sehr gute Europameisterschaft gespielt. Jetzt auch diese Spiele wieder gegen Ungarn und gegen Holland. Der Jamal ist einfach ja, richtig außergewöhnlicher Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Warum er dann kritisiert wird, wer so eine Meinung hat, finde ich ein bisschen absurd. Weit hergeholt auch. Ich glaube, in anderen Ländern, ich bin ja kein Deutscher, aber in anderen Ländern würden so junge Spieler mit so einem Potenzial und solche Fähigkeiten einfach hochgelobt und man ist dankbar, dass man solche Spieler hat für so ein Land. Er ist noch so jung, hat auch schon so viele Länderspiele am Buckel, wird die nächsten Jahre, das nächste Jahrzehnt prägen für Deutschland und hoffentlich auch für Bayern München. Und darum ja, kann ich nur für Bayern München sprechen, dass wir sehr, sehr froh sind, so einen Spieler bei uns zu haben. Ja, also ich habe schon der eine oder der andere Top-Spieler miterlebt und Jamal soll einfach nichts ändern, weitermachen und ja, wie immer, so ein Spieler, wie Christoph gesagt hat, kann das Ziel haben, einer der drei oder vier besten Spieler in der Welt zu sein. Und, aber weiter geht's. Jetzt nächstes Spiel, ich freue mich schon. Naja, wenn wir da mal ein bisschen ehrlich sind und ein bisschen realistisch sind, ist er da super weit von entfernt, einer der besten drei, vier Spieler der Welt zu werden. Ich weiß nicht, was der Hamann da wieder rausgehauen hat. Für mich ist Musiala ein außergewöhnlicher Spieler, steht außer Frage. Aber dieses ganze, oh ja, Musiala hat nur noch ein Jahr, anderthalb Jahre Vertrag und oh ja, er möchte den FC Bayern verlassen, blaset. Ja, dann go. Alter, geht mir das schon wieder auf den Sack, Alter. Redet über die Mannschaft, nicht über einzelne Spieler. Und wenn Musiala meint, er möchte seinen Vertrag nicht verlängern und wechselt dann in anderthalb Jahren, dann ist das so. Ja, dann wechselt er wahrscheinlich nächsten Sommer, ja, und dann ist das so. Muss er doch wissen, Alter. Nochmal, wir brauchen beim FC Bayern keine Spieler, die nicht beim FC Bayern spielen wollen. Punkt. Ja, ganz einfache Kiste. Es gibt Spieler nach Musiala, es gibt Spieler vor Musiala und was ist los, Alter? Ja. Und zum Thema der drei, vier besten Spieler der Welt, alter Betty. Also da fallen mir ja auf Anhieb eine Handvoll ein, die da ganz weit vorne ist, vor Musiala. Brauchst du nur neben Haaland, neben Bellingham, nimm selbst von Barca den Jamal oder wie er heißt. Sorry, nimm Wirtz. Und Wirtz ist auch weiter wie ein Musiala. Auch wenn Musiala bei der EM stärker war. Ja, alles, was er bei uns die Saison bisher gezeigt hat, war so mittel. Ja, dann wird es mal Zeit, dass er das mal täglich abliefert und nicht nur bei der Nationalmannschaft. Dass er das Potenzial hat, gehe ich 100% mit. Und ja, er ist ein junger Spieler. Es wird Leistungsschwankungen geben. Blase, jetzt brauchen wir nicht drüber reden. Alles ist gut. Ja. Aber dieses schon wieder, auch jetzt mit dem Sané, schon wieder dieses Aufgehänge da an ein, zwei Spielern, geht mir sowas von auf den Sack. Also. Junge, wir haben so einen großen Kader, so einen starken Kader. Da sollte man mal den Fokus drauf legen. Dass man jetzt hier sich klar hinstellt und da natürlich eine Lanze bricht, wenn er die da wegen eine Scheiße gelabert hat, völlig fein, völlig richtig. Aber nochmal immer dieses einzelne Spieler da rausheben, also. Es reicht langsam, oder? Das haben wir seit Jahren und Kompany hat es am Anfang gesagt, so, dass, da hat er eigentlich keinen Bock drauf und ja, wäre schön, wenn das in Zukunft dann auch mal wieder so kommuniziert wird. Ja. Und dass er wieder bei uns ist und also wir freuen uns auf jeden Fall. Dann eins dahinter, Vincent Schirpke für TZ und Merkur. Guten Tag, eine Frage an Christoph Freund. Können Sie beschreiben, was das Vorgehen für die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala ist? Ob's da Alter, genau das meine ich. Es geht doch so ein auf die Eier, Alter. Was ist denn das Vorgehen bei der Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala? Ja, was ist denn wohl das Vorgehen, Alter? Boah, ey, ich kriege einen Kackreiz. Und eine anschließende Frage. Nee, es gibt keinen Zeitplan. Wir machen dasselbe wie beim Davis und lassen den Vertrag auslaufen und geben dann Jamal Musiala für 0 Euro ab. Wenn er denn weg will. Glauben Sie, dass es für Spieler in der Bundesliga schwieriger ist, den Ballon d'Or zu gewinnen, als beispielsweise in der Premier League oder der spanischen Liga? Ja, Zeitplan. Nee, ist es nicht. Ja, die Bundesliga steht weniger im Fokus, wenn du mit deiner Mannschaft aber die Champions League gewinnst.
und jetzt Ronaldo und Messi weg sind, wirst du mit der Mannschaft auch die Möglichkeit haben, da den Spieler drin zu haben. Ja. Und dass Musiala jetzt nicht nominiert wurde, habe ich auch nicht verstanden, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, unter die besten 30 Spieler sollte Musiala schon gehören, denke ich. Fairerweise muss man aber sagen, dass die letzte Saison Grütze war. So, ja, die Europameisterschaft war stark von ihm, keine Frage. Aber die ganze Saison davor war Grütze. Ja, so ehrlich muss man halt einfach mal sein. Da gab es halt einfach dann 30 Spieler, die besser waren wahrscheinlich. Ich habe mir die Liste jetzt nicht genau angeguckt. Können wir ja vielleicht mal Montag im Stream machen. Ja, einfach mal ein Jahr lang konstant auf einem hohen Level Leistung bringen. Ja, da muss man auch nicht rumweinen, dass man nicht auf irgendeiner Liste steht. Und jetzt diese Frage, Alter, ich weiß es nicht. Ich komme, wir hören es uns an. Ey. Wir sind mit Jamal immer im Austausch. Natürlich, ja, wir waren auch mit Davis immer im Austausch. Wir wollen, dass Jamal ganz lange bei Bayern München spielt. Das hat auch unser Präsident und auch der Max schon gesagt, dass das ganz eine wichtige Personale. Gar kein Thema, dann machen wir den Geldkoffer mal wieder auf, oder? Wenn der Präsi das aussagt, dann gehen wir doch wieder in die 20-Millionen-Riegerei. Macht euch keine Sorgen, Leute. Für die Zukunft auch ist. Und ja, natürlich gibt es da Gespräche. Und wir hoffen auch, dass wir die positiv zum Abschluss bringen können. Aber wir haben da keinen Zeitplan oder Zeitdruck. Jamal hat jetzt auch noch knapp 2 Jahre Vertrag. Aber natürlich ist unser Ziel, dass er sehr, sehr langfristig bei Bayern München Spieler bleibt und da eine Ära mitprägen kann. Ja, alles andere wäre ja auch dumm. Ja. Wir haben es ja gerade gesagt, er ist ein außergewöhnlicher Spieler, er hat so viel Potenzial und das andere wäre ja auch dumm, warum solltest du so einen Spieler abgeben? Aber nochmal, wenn der Spieler sagt, er möchte den Verein verlassen, ja, dann musst du ihn abgeben. Man muss ja dann auch nicht rumeiern und dann wieder, wie beim Davis jetzt da, oh, nee, wir lassen uns egal, lassen wir den Vertrag auslaufen, das ist halt auch dumm. Verzichtest halt einfach auf Ablöse. Ja. So, Feierabend. Wenn Musiala weg will, dann verkaufst du ihn und kaufst ihn wie jetzt. Was ist das Problem? Und Paul Wanner, er entwickelt sich ja auch gerade gut. Ja, also, Leute, es gibt auch einen FC Bayern ohne Musiala, ohne Sané, ohne Kimmich, ohne Spieler X, Alter. Hoffentlich. Das kann ich nicht richtig sagen, ob das schwierig ist oder nicht schwierig. Ich glaube, die deutsche Bundesliga ist eine sehr attraktive Liga wieder und das Prozedere vonstatten geht, da hat man nicht ganz genau einen Einblick. Aber das wurde ja geprägt in den letzten 10, 15 Jahren von 2 Spielern eigentlich, diese Wahl. Ja, aber ich glaube auch für einen deutschen Spieler kann das in Zukunft sicher, wird es immer wieder eine Möglichkeit geben dafür, glaube ich. Ja, du musst halt in der Champions League performen, da ist halt die Aufmerksamkeit drauf. Ja? Und darfst natürlich dann in der Bundesliga nicht unterperformen und schon ist alles tutti. Ja? Also wenn du in der Champions League überragende Spiele machst mit dem FC Bayern, dann wirst du auch so die Chance haben, da Dinge zu gewinnen. Also. Dann Klaus Bergmann für die DPA, bitte. Herr Kompany, bislang war es ja so, dass Sie immer so ein Spiel die Woche hatten, das war jetzt noch nicht so richtig dieser Fluss drin. Jetzt kommen 6 Spiele innerhalb kürzester Zeit, bis wieder eine Pause ist. Was bedeutet das für Sie oder für Ihre Arbeit? Wie froh sind Sie auch darüber? Sie haben gesagt, wir haben viele Spieler, ich will ja auch jeden spielen lassen. Was erwarten Sie von diesen kommenden Wochen? Welchen Plan haben Sie da? Ja, es geht nicht nur um jedes spielen lassen. Also Hauptsache ist, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Aber es ist schon so, dass ja, als Trainer bist du hier, weil du willst Pflichtspiele miterleben und gewinnen und erfolgreich sein. Und das gehört einfach dazu, wenn du in einem Top-Verein bist, dass du jede 3 Tage spielst. Also für mich ist das ganz normal und ich will auch einfach, dass wir in dieser Periode, unsere Leistung, unsere Spiel stärken und dass wir da ganz stark rauskommen. Es ist das erste Mal diese Saison, aber hoffentlich ist es bis Ende der Saison so. Dann hier rechts Julian Buhl für T-Online, bitte. Ja. Frage an den Coach. Wie planen Sie in den kommenden englischen Wochen jetzt gerade auch im zentralen Mittelfeld so, wird es da eine Rotation geben und nach welchen Kriterien werden Sie da auch auswählen? Und eine konkrete Nachfrage, ist João Palhinha ein Startelf-Kandidat und was hat ihm dazu bislang auch noch gefehlt? Ja, jeder Spieler ist Startelf-Kandidat beim FC Bayern München und jetzt in diesem Moment geht es. War ja wenigstens mal eine vernünftige Frage, war auch nicht so eine ganz dumme Frage. Ich glaube nicht, dass er die ernsthaft beantworten wird, aber ja, der Versuch war da. Nur um das Spiel gegen Kiel. Es geht noch nicht so um eine Rotation. Wir werden sehen, wie wir durch das erste Spiel kommen. Das ist auch das Einzige, was jetzt wichtig ist. Aber danach wissen wir schon, dass wir ohne eine
breite, starke Kader, dass wir vielleicht der eine oder der andere Ziel, dass es nicht so einfach ist. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder zur Verfügung steht und jeder bereit ist. Und ja, eigentlich mehr ist es nicht. Viele Spiele noch und schauen wir mal. Heiko. Ja, habe ich doch gesagt. Also wenn er da ernsthaft was drauf antworten würde. Viele Spieler, wir brauchen alle Mann. Ja, das übliche Geplänke, was wir auch letzte Saison vom Tuchel auch gehört haben. Niederer, bitte wieder, ja. Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Ja, ich bin sehr gespannt, ob er dieser Rotationsmeister aller Ottmar Hitzfeld wird. Oder ob er auch so der stumpfe Tuchel ist und so immer die erste Elf reinballert erstmal. Wir werden sehen. Ich habe auch eine Frage an den Trainer. Holstein Kiel ist in Deutschland, glaube ich, einer der größten Außenseiter, die es in den letzten Jahren gab für den FC Bayern. Hat, glaube ich, ein 1/30 des Marktwertes vom FC Bayern. Ja, und trotzdem haben wir schon gegen verloren, ne? Können Sie sich so ein bisschen reinversetzen in die Rolle von denen, weil Sie vielleicht mit Burnley auch in einer ähnlichen Rolle waren? Auf jeden Fall. Ja, nein, ich habe letzte Saison jedes Spiel mitgemacht, wo du in der zweiten Liga die beste Mannschaft bist, die größte, alles gewinnt und ganz dominant jedes Spiel erlebt. Und dann kommst du in eine andere Liga gegen reichere Mannschaften mit sehr viel Talent. Aber das ist auch, davor machst du das auch. Du willst diese Spiele miterleben, du willst in diese Spiele kommen. Und ich kann mich schon vorstellen, dass die sich gefreut haben auf dieses Spiel. Aber für uns, wir werden jetzt keinen Unterschied machen zwischen, ob es jetzt Kiel oder Leverkusen ist. Für uns sind es alles wichtige Spiele und wir haben auch mit ganz viel Respekt gearbeitet. Ja, ist ja auch, gibt für beide 3 Punkte, wa? Was bringt es dir, wenn du Leverkusen schlägst und gegen Kiel verlierst? Oder? Zu diesem Spiel, wir kennen auch die Stärke und die Schwäche von den Gegnern wie jede Woche. Und für uns ist einfach das Ziel, dass wir einfach wieder weiter einen Schritt machen zu unserer beste FC Bayern-Leistung. Klaus Bergmann wieder, ja. Sie waren beide noch nicht da. In Kiel hat der FC Bayern mal ein Nicht-Stoßspiel. Ja. Warum war der Kompanie noch nicht in Kiel? Er war in Hamburg, Alter. Nein, nicht so schönen Abend erlebt. Aber stimmt nicht genau. Ich habe schon in Kiel gespielt. Nein, in Kiel bei dem Abend, wo der FC Bayern, ich möchte eigentlich auf das Spiel hinaus, wo der FC Bayern im Pokal ausgeschieden ist. Ach so, ja, ja. Da waren Sie beide nicht dabei. Nein, genau. Jetzt können für sich sicher sagen, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Wie glauben Sie, denken so Leute wie Manuel Neuer, wie Thomas Müller an sowas zurück? Wie gesagt, wir waren noch nicht dabei, aber ich komme noch dunkel an diese Erinnerung. Es war, glaube ich, im Winter ein Spiel und nicht so einfachen Bedingungen, war ein Cup-Spiel, war sicher ein ganz ein besonderes Spiel, auch für Holstein Kiel, aber jetzt ist Bundesliga und es ist schon eine Zeit her und unsere Jungs haben so viele Spiele immer wieder gemacht, wir wollen das Spiel einfach gewinnen und das will jeder Einzelne. Ich glaube, dass das nicht mehr so groß in den Köpfen drinnen sein wird. Mario Krischl für den Kicker. Ja, Frage an den Trainer. Leon Goretzka war ja in den letzten Wochen oft genug Thema. Er ist jetzt noch hier. Wo siehst du ihn denn? Eher im zentralen Mittelfeld oder wie zuletzt im Testspiel gegen Zürich dann doch als Innenverteidiger? Ja, also es geht wieder jetzt um ein einzelnes Spiel, aber für mich ist wichtig. Ja, das wäre schön, wenn er das gerade bei Jamal und Lieber dann auch mal gesagt hätte. Ja, da muss man dann auch mal eine klare Kante ziehen. Nicht nur jetzt, weil Leon jetzt ist und weil man Leon nicht mehr unbedingt haben will. Und da sagt man dann, ja, es geht jetzt nicht um den einzelnen Spieler. Hätte man die anderen auch nicht extra pudern sollen. Ja? Nochmal Thema zu Jamal. Kannst du natürlich die Lanze brechen, wenn er die da Scheiße gelabert hat. Völlig fein. Aber wenn dann Fragen auch sportliche kommen, dann muss er einfach sagen, ja, es geht nicht um den einzelnen Spieler, es geht hier ums Team. Nämlich das, was er jetzt auch erzählt. Ja? Genau, dass wir die Kader haben. Aber jetzt müssen wir ehrlich sagen, wir haben 2 Verletzte in die Verteidigung. Das heißt, ob es jetzt Leon ist oder ein anderer, das ist normal, dass ich jemand zurück in diese Position holen muss. Und es ist auch besser, wenn man das ein bisschen geübt hat, falls was passiert. Aber wichtig ist, insgesamt gucken wir so auf die Kader, dass jeder eine Chance bekommt. Oder vom Kopf her, vom Einstellung ist es so. Und jeder soll sich einfach in die Mannschaft kämpfen. Das ist eigentlich, das wird das Thema sein für jeder. Aber viele Spiele, deswegen bin ich schon überzeugt, dass wir einen brauchen.
Fragen, Vincent Schirpke wieder in der Mitte, bitte. Auch nochmal eine Frage an Vincent Kompany. Geht leider auch um den einzelnen Spieler, aber ist hoffentlich eine ganz erfreuliche. Alex Pavlovic hat jetzt in der Länderspielpause sein Pflichtspieldebüt für Deutschland gefeiert, sein erstes Tor erzielt. Unter Ihnen bislang auch sehr viel gespielt. Können Sie mal beschreiben, was ihn so stark macht und vielleicht auch, er ist ein sehr, sehr junger Spieler, was seine Stärken sind, obwohl er noch so jung ist? Oh, ich verstehe das. Wie gesagt, ich habe das Thema ja gerade schon gehabt. Ich verstehe das immer nicht, ne? Ja, aber so ist das wahrscheinlich in der heutigen Gesellschaft einfach, oder? Aber ich tue mich da immer schwer mit so in so Mannschaftssport. Klar, wenn du so ein außergewöhnliches Talent bist, wie so Messi oder so, also verstehe ich schon, dass man da drüber redet. Ja, und Pavlovic, natürlich hat er sein erstes Tor gemacht und alles gut und ist ein guter Junge und hat super viel Potenzial und wird uns die kommenden Jahre super viel Freude bereiten. Ja, aber muss man den jetzt schon wieder so, weiß ich nicht, so hypen gefühlt? Lass den Jungen noch mal ein Jahr auf hohem Niveau performen. Dann können wir ja gerne mal anfangen, über ihn zu sprechen. Also, weiß ich nicht. Mal gucken, was er sagt, ob er darauf eingeht. Yeah, I will do one traditional answer in English, so I get. Yeah, let's go. So I still practice my English sometimes as well. No, in the end, with Pavlo, it's he's I'm always careful to say young player because for having been in that position myself, when you're a young player, you don't want to be called a young player, you know, because you're competing with everybody else and you want to be judged on merit. But he's definitely a player that is making progress every day and that has great potential. We spoke about Jamal Musiala and what he represents for Germany. You know, he's one of those German players that will be really important in the future for the country. But the biggest thing for me is to stay close to every performance, every training session and, positively encourage him to bring the best he can do in the end. The luxury we have to work for a club like Bayern München, sorry, is that we keep seeing those talents and working with those talents. So it's a very exciting squad to work with and is one of those players that makes it exciting, of course. Mhm. Das hätte er auch auf Deutsch sagen können, ne? Also erstmal mag er es nicht, wenn man von jungen Spielern spricht, bla bla bla. Jetzt ja, einer habe ich es ja verstanden. Also Pavlo ist ähnlich wie Musiala einer der kommenden Spieler für die deutsche Nationalmannschaft und er ist immer nah dran im Training und er arbeitet viel im Training und er hat ihn jetzt nicht so rausgestellt wie die anderen ja auch nicht so. Das ist auch völlig fein. Habe ich ja gerade schon was zu gesagt. Alles gut. Ne? Alles ist gut. Pavlo wird seinen Weg machen bei uns, da bin ich mir sicher. Und wenn man jetzt ein bisschen was interpretieren möchte in die Worte von Kompany, dann eher, dass ein Palinja vielleicht nicht so gut trainiert wie dann Pavlo und Kimmich. I don't know. Aber ja, wir sollten uns auch nicht beschweren, dass ein Pavlo spielt. Ja? Und er hat gesagt, er hat einen super Kader zur Verfügung und es ist auch die Aufgabe beim FC Bayern München. Er ist froh, mit solchen Talenten zusammenarbeiten zu können. Und Pavlo entwickelt sich, ist im Progress, Tag für Tag. Das ist, was er noch gesagt hat. Und ja, genauso ist es auch. Ja, wir freuen uns ja alle, dass ein Pavlo da ist und dass er auch die Spiele bekommt. Ja, klar wäre es schön, wenn Palinja vielleicht mal neben ihm spielt, dann kann er da sich vielleicht auch noch ein bisschen was von mitnehmen. Aber am Ende des Tages ist es doch super, dass ein Pavlo auf jeden Fall in dieser Mannschaft aktuell zumindest ein Stammspieler ist. Ne? Klaus Bergmann wieder. Herr Kompany, haben Sie die Länderspiele geschaut? Also haben Sie Deutschland angeschaut oder wie verbringen Sie jetzt solche Nations League-Abende? Haben Sie eher, dass Sie ein anderes Spiel sich anschauen? Ich habe sehr, sehr viel Fußball geschaut, aber wenig Länderspiele. Aber das hat. Hey! Wir sind Bros, ich habe auch kein Länderspiel gesehen. Hat auch zu tun mit Internet bei mir zu Hause und alle andere Sachen, das hört sich blöd an, aber wenn man umzieht, dann läuft noch manchmal was falsch. Aber sonst habe ich, es ist für mich ganz wichtig in die Länderpause, dass wir einen Rückblick machen auf was wir gesehen haben bis jetzt. Das ist bei mir auch Tradition, dass wir auch gucken, auf was wir machen wollen in die nächste, nicht nur nächste Spiel, aber nächste sechs Spiele bis zum nächsten Länderpause. Vollkommen richtig, ne? Vollkommen richtig. Halt, ich weiß nicht.
Er ist Vereinstrainer, er muss sich jetzt da nicht die einzelnen Spieler rauspicken und sich da irgendwelche Länderspiele angucken. Alle Länderspiele kann er sich eh nicht angucken, wenn, dann hat er da genug Leute im Staff für, die sowas machen. Wie er gerade sagt, das ist halt super sinnig, dass man, gerade wenn man neu ist, die ersten Wochen Revue passieren lässt und sich Überlegungen für die kommenden 6 Spiele macht. Ich denke, das ist schon sehr, sehr gut so. Und da kommt einfach sehr viel Zeit rein und dann letztendlich noch natürlich das Wichtigste, das ist die Vorbereitung für das Kiel-Spiel. Ein paar Spiele habe ich gesehen, aber nicht jetzt, dass ich jedes Spiel angeschaut habe. Die Frage daraus wäre gewesen, Joshua Kimmich hat zweimal wieder rechts gespielt, in der Nationalmannschaft spielt er ja weiterhin rechts. Dem Eindruck, den alle hatten, auch sehr gut. Beeinflusst sowas nochmal Ihre Denkweise, wo Sie ihn doch am liebsten spielen lassen wollen? Oder ist das, was in der Nationalmannschaft passiert, unerheblich? Ich werde keine Sekunde beeinflusst bei was passiert in der Nationalmannschaft. Sonst habe ich 20 neue Einflüsse, jede Interland. Aber Sie sprechen über die Position von Kimmich. Aber das ist einfach, ich sehe das als Lösung, was er alles machen kann. Was er taktisch versteht und machen kann, das ist auch der Grund, warum er so ein Top-Spieler geworden ist. Man darf das nicht vergessen. Und wenn man immer so in einen Box reinmachen will, was wir eigentlich vielleicht wegnehmen, ist, was die größte Stärke ist von einem Spieler. Es gibt fast keine Spieler, die das machen können. Also was aus diesem Gespräch sehe ich nur eine Lösung, nur was Positives für seine Zukunft und für was wir machen können in einem Spiel. Und ich kann mich schon vorstellen, dass jeder Trainer so gedacht hat über Jo. Aber am besten ist, er hat selber gesagt, es ist kein Thema. Hat er gesagt, oder? Ja, genau. Ja, hat er gesagt. ja, warum soll das ein Thema sein, wenn er jetzt in der Nationalmannschaft, wir haben es doch Philipp Lahm ja auch oft genug gesehen, ja. Ja, da Rechtsverteidiger spielt und bei uns im Mittelfeld. Aber warum, er sagt es ja, er ist eine Lösung. Ne? Wenn ein Rechtsverteidiger benötigt wird, bei uns dann spielt der Rechtsverteidiger. Punkt aus, Feierabend. Ja? Und natürlich ist es mit Sicherheit je nach Gegner auch eine gute taktische Mitte, einen Kimmich immer als Rechtsverteidiger zu bringen und Palinja mit einem Pavlovic in die Mitte. Ja? Oder einen Conny Leimer oder sonst wen. Ne? Punkt. Ihr beiden hier vorne noch, Torben Hoffmann nochmal und dann Stefan, oder wechsel euch ab, ja. Du hast den Gegner angesprochen, Stärken und Schwächen. Beschreib doch mal ein bisschen, wo siehst du die Stärken und möglicherweise auch Schwächen von Holstein? Flexibel am Ball, sehr flexibel. Und wie gesagt, letzte Saison war nicht schön dominant natürlich. Und das bleibt immer ein bisschen drin, wenn du auch auf einem Niveau höher spielst. Und aggressiv, zweikampfstark. Manchmal auch die gegen den Ball kompakt ist, organisiert. Die haben auch gute Triggers, damit die ins Pressing kommen. Und, aber das ist auch, was man erwartet. Es ist die erste Bundesliga, das heißt, die sind hier, weil die gute Arbeit gemacht haben. Und wir haben dieses Spiel vorbereitet mit ganz viel Respekt für die Gegner. Aber letztendlich haben wir auch immer das gleiche Ziel. Wir wollen immer jedes Spiel gewinnen. Dann Stefan Kumberger nochmal zum Abschluss. Herr Freund, vieles dreht sich ja auch um Paul Wanner. Wie beobachten Sie ihn aus der Ferne? Wie oft ist da vielleicht auch ein Austausch zwischen dem FC Bayern und ihm da? Und für Sie als Österreicher muss ich natürlich fragen, Österreich oder Deutschland, wo soll er spielen? Ja, das ist natürlich seine Entscheidung. Das ist natürlich seine Entscheidung. Ich als Österreich hätte nichts dagegen, wenn er für Österreich spielt. Er ist ein richtig guter Spieler. Er hat natürlich auch einen Österreich-Bezug, aber ich glaube, das muss der Paul für sich selber entscheiden. Das hat er jetzt auch gesagt, das ist eine Entscheidung, da kann er nicht dann wieder hin und her switchen. Es muss sein Gefühl sein, sein Herz sagen, für wen er dann spielt. Das ist, glaube ich, eine sehr persönliche Entscheidung. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Wir verfolgen ihn und auch die anderen Lehrspieler sehr, sehr eng. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir sind öfter mit ihm im Austausch. Er hat jetzt einen super Saisonstart gehabt. Ich glaube, es ist einfach ein perfekter Verein für ihn, auch das Umfeld. Auch wie dort gearbeitet wird, auf was da Wert gelegt wird. Und jetzt gilt es, das einfach immer wieder zu bestätigen. Es hat einen Schritt gemacht von der zweiten in die erste Bundesliga. Und wir freuen uns sehr,
dass das jetzt so gut gestartet ist für den Paul und verfolgen ihn weiterhin. Sehr, sehr eng, weil wir viel vorhaben mit ihm in Zukunft. Ja, da kommt halt der Nächste hinten dran, wa? Der super variabel ist gerade im offensiven Mittelfeld. Ich kann es nur noch mal zum Ende sagen, kein Spieler ist größer wie der Verein. Keiner, wirklich absolut keiner. Ja, vielleicht mal so ein Kaiser Franz, vielleicht mal so ein Gerd Müller, die das vielleicht mal irgendwann waren. Aber in der heutigen Zeit ist kein Spieler größer wie ein Verein. Jo, vielen Dank euch. Danke jo. Dir oben auf dem Podium. Dann sehen wir uns morgen. Wieder, jo. Danke. Danke. Servus. Ciao. Ciao, hau rein. Ciao, ciao. Ciao, Bella. Ja, das war die PK. Wieder mit, wie gesagt, ich kann es noch mal ganz kurz umreißen. Ich verstehe das halt immer nicht. Ja, dass man sich, letztes Jahr war es Thomas Müller, wo sich immer dran hochgezogen wurde. Das ist dieses Jahr dann jetzt irgendwie gar kein Thema mehr. Jetzt wird es wieder ein Leroy Sané sein, wenn er jetzt erst wieder draußen sitzt, dann heißt es, oh, warum sitzt der Leroy draußen? Und weiße, das sind alles so Sachen. Ich hoffe, die werden in Zukunft dann auch klar abgeblockt vom Vinny. Bisher geht er dem immer ganz gut aus dem Weg. Die Fragen werden natürlich zugelassen und dann erzählt er aber immer irgendwie, yo, ist ein toller Spieler und wir brauchen alle Spieler und gut ist. Wobei mir da beim Goretzka das ein bisschen mehr abgeblockt hat. Das hätte ich mir dann halt so als generelle Marschroute mal gewünscht. Aber wahrscheinlich haben die Reporter sonst auch keine Themen mehr. Wa? Solange Didi nicht wieder irgendein Dünnschiss von sich gibt, dann haben die Reporter natürlich Themen. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann da immer relativ wenig mit anfangen in so einem Mannschaftssport. Wenn es natürlich super außergewöhnliche Spieler sind, wie so Messi, Ronaldo, so ein Ibrahimovic war, kann ich das schon nachvollziehen, dass da ein extra Augenmerk drauf ist. Ja, aber dann müssten wir über Harry Kane reden. Über Harry Kane reden wir auch nie, oder? Warum reden wir nie über Harry Kane? Weil Harry Kane in jedem Spiel seine Leistung bringt. Na? Ganz einfache Kiste, oder? Wir reden immer über ganz, ganz viele andere Spieler. Da wird immer nachgebohrt. Weil Harry Kane wird nie nachgebohrt. Ja, der bringt halt in jedem Spiel seine Leistung. Was ist er da nachbohren? Da gibt's nichts zu kritisieren. Da gibt's nichts zu mäkeln. Ja? Gut. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein wunderschönes Spiel gegen Holstein Kiel. Der Gegner wurde ja gerade sehr schön stark geredet von Vincent Kompany. Ich habe einen 5-0-Tipp stehen. Wenn wir annähernd ins Rollen kommen, sollte das auch nicht das Problem sein, denke ich. Ja, und ansonsten denke ich, nach den 6 Spielen, die dann jetzt kommen in den nächsten 2 Wochen oder 2,5 Wochen, dann kommt ja noch Leverkusen, dann kommt nochmal Frankfurt und so hinterher. Ich denke, danach können wir dann mal ein Fazit ziehen, wo wir stehen. Ja, und dann können wir auch mal einordnen, was jetzt mit Palinja ist, ob Palinja spielt, weil es kommen ein paar schwierigere Spiele, es kommen jetzt viele Spiele. Und dann wird man sehen, inwieweit der wichtig ist oder inwieweit da König Joshua weiterhin im defensiven Mittelfeld regieren darf. Und wie gut das dann klappen wird. Ja, wir werden es sehen, Leute. In diesem Sinne. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen.